j'avais parlé du tonnerre d'applaudissements pour mademoiselle. Nun einen großen Applaus für mademoiselle, bitte. Ok, regarde ça, c'est Chippy. Tu veux la caresser une fois? Elle est tout gentille. Chez moi. Et si tu dis bonjour, qu'est-ce que t'en penses? Sagst du einen guten Tag? Donne la main, petite souris. C'est bien ça, non? Wow, smile. Et maintenant, on fait un petit jeu. Et ça, c'est le jeu. Jetzt spielen wir das Lieblingsspiel von Chippy. Une grosse corde. Corde pareille. Sauter à la corde. Tu tiens bien fort la corde? Tu te mets là? Nein, Liesel, die Suppe hast du wirklich zu heiß gekocht. Aber das wäre ja wohl nicht das erste Mal, was, Liesel? Meine Salbe, ich kann nicht schlafen. Ohne die Gewächse aber fänden auch Flundern, Heilbutt, Barsch und viele andere Fische keine Nahrung, Laichplätze und Schutz vor Feinden. Seit dieser Einfluss der Otter auf die Flachwasserzonen bekannt ist, gelten sie als ernstzunehmende Verbündete der Fischer- und Seetangverarbeitenden Industrie. Liesel, ich habe die falsche Brille mit runtergenommen. Kannst du mir mal bitte meine Brille von oben holen? Verwendung in Kosmetika, Medikamente. Ich glaube, die liegt auf meinem Nachttisch. Schaust du mal? Eines der abenteuerlichsten Geschöpfe der Meere ist sicherlich der Tiefseevampir. Er gilt als lebendes Fossil und konnte fast noch nie lebend beobachtet werden. Seinen Feinden präsentiert er sich als Ball aus Stacheln. Liesel? Der Kopfbüßer ist so irritiert. Hast du was gesagt? Weil sie so anders ist als die der Wirbel. Hast du? Nein, Herbert, ist schon gut. Ja, ist der Koppel bald fertig? Allerdings bilden Kalmare des Öfteren Schwärme, wenn es um die Paarung geht. Etwa 2 Millionen Tonnen Kalmare werden jährlich konsumiert.
Du, Herbert? Herbert! Ich glaube, ich kann nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Das macht mich kaputt. Gibst du mir noch was von dem Brot da drüben? Mal sehen.